willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr seht, spielen wir hier Portal und ja, ich freue mich sehr, dass wir das da jetzt endlich mal starten. Alex. Timo. Kennst du das Spiel schon? Ich kenne das Spiel schon. Ich habe das damals vor gefühlten 100 Jahren, also schon vor einer Weile, habe ich das mal gespielt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bei Portal, falls es jemand nicht kennen sollte, geht es darum, Rätsel zu lösen in sogenannten Testkammern und später hat man dazu so eine sogenannte Portal Gun zur Verfügung, mit der man Portale öffnen kann. Den kann man sich so ein bisschen durch Raum und Zeit teleportieren sozusagen und das ist teilweise ziemlich knifflig und macht aber auch extrem viel Spaß, die Rätsel zu lösen, und ich erinnere mich ungefähr spieltechnisch an gar nichts mehr, also an die Rätsel erinnere ich mich nicht mehr, ich erinnere mich noch so grob an die Story, die kann man glaube ich nicht so gut vergessen, aber die Rätsel können wir auf jeden Fall zusammen nochmal alle gemeinsam quasi neu erleben. Und da Timo das noch nicht gespielt hat, sitzt er natürlich jetzt am Steuer und kann einfach mal ein neues Spiel starten. Sehr gut, hier, ne? Ja, einfach ein neues Spiel, Kapitel 1, genau. Okay, ja, ich kenne es noch gar nicht. Ich habe davon schon viel gehört, noch nie gespielt. Bin jetzt sehr daran interessiert, wie es denn so läuft. Es müsste auf der Source Engine laufen, glaube ich. Keine Ahnung. Okay. Ich kann jetzt hier rumlaufen und ein bisschen gucken. Und wir sind hier im Moment in da läuft eine Uhr. Wir sind in einer kleinen Kammer. Und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Appetit. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Blaues Portal geöffnet, orangenes Portal geöffnet. So, das sind die Portale, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Da kann man jetzt einfach durchgehen und dann landet man da, wo das andere Portal offen ist, kommt man dann wieder raus. Also vorher war hier eine Wand und genau, jetzt sehen wir hier sogar vor uns das Portal, durch das wir gerade gegangen sind. Und hier auf der anderen Seite sind wir quasi rausgekommen. So kommt man aus diesen Entspannungskammern wieder raus. Ich weiß nicht, ob es eine reguläre Tür auch irgendwie mal gab oder geben sollte. Wahrscheinlich nicht. Alles über Portale hier. Und ansonsten können wir, glaube ich, einfach loslaufen Richtung erstes Rätsel. Diese Stimme, die gerade mit uns gesprochen hat, wird uns einfach weitere Instruktionen geben und uns so durch das Spiel durchführen. Das ist quasi unsere Navy. Oder Navi, oder wie auch immer man sie spricht. Bloß ohne das. Hey! Listen! Okay, hier scheint der Ausgang zu sein. Wir sehen hier auf dem Boden eine Linie. Die Untertitel sind toll. Metall scheppern. Taste betätigt. Metall scheppern. Okay. Ah, rechts wird angezeigt, mit E kann ich Objekte aufheben und ja, aufpassen, dass einem sowas nicht auf den Kopf fällt. Und ich werde mal das hier nehmen und da drüben hinlegen. Alex, was hältst du davon? Da halte ich sehr viel von. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Tja, aber den können wir ja eh nicht hier mit hernehmen. Dann gehe ich einfach mal durch, ne? Ja, wenn du autorisiert bist, wirst du nicht vaporisiert. Das wäre doch gut. Das ist whoop. So, jetzt fahren wir Fahrstuhl. Ja. Ist es jetzt die Kammerschleuse hier? Ja, ne? Das ist die Kammerschleuse, genau. Die schleust uns jetzt in die nächste Kammer. Okay. Und in der nächsten Kammer können wir dann
das nächste Rätsel lösen. Die nächste Aufgabe meistern. Hier, guck mal, jetzt kannst du rechts einmal kurz gucken. Da steht jetzt, wir sind in Kammer Nummer 1 von 19. Und dann gibt es da noch so Symbole, wie zum Beispiel ganz oben links das Symbol ist einfach so ein Würfel, der runterfällt. Der kann aber auch auf den Kopf fallen. Und das sind sozusagen die Hinweissymbole, was in der Kammer auf einen sozusagen wartet. Später werden die dann hervorgehoben, wenn sie dann in der Kammer auftauchen, oder eben nicht hervorgehoben, wenn sie nicht auftauchen. Das heißt, in dieser Kammer ist irgendwie bis jetzt noch gar nichts. Ah, okay. Das heißt, also hier gibt es keinen Würfel, kein, weiß ich nicht, was da alles abgebildet war. Hallo Kamera. Die Kameras beobachten uns. Ich geh mal runter, ne? Geh mal runter. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Okay, also da drüben ist ein Portal. Wir kommen also durch von dem Orangenen wieder. Oh. Das ist mal da, mal nicht. Ach so. Zeigt mal zum Kubus, mal zum Ausgang und mal zum. Da, wo der Kubus steht. Genau, so, jetzt müssen wir warten, bis das wieder hier ist. Aha. Ich weiß schon, wer ganz viele Auftritte in diesem Let's Play haben wird. Na? Weißt du auch schon, wer? Nee. Kann ich dir sagen, pass auf, es wird Rätselmeister LP sein. Er wird ständig vorbeikommen und uns die Rätsel lösen. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Also schnell jetzt. Ja, zack. Hervorragend. Hier ist wieder das Partikelfeld. Okay, das erste geschafft von 19. Richtig gut. Ich glaube, das war sogar so, dass diese 19 Kammern das komplette Portal-Spiel waren. Also wenn man die 19 Kammern durch hat, ist man, glaube ich, auch durch gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ladedaten. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Sie machen das sehr gut. Oh. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist. Sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Was zur Hölle? Also der Geschmack von Blut gehört nicht dazu. Okay, jetzt hat das Ding hier irgendwie das... hier Portale hin und her. Durch diese kleinen Öffnungen. Jetzt müsste das wieder hierher kommen, oder? Ne, beim nächsten Mal, okay. Bumm. Zack. Okay, hier ist der Ausgang. Tja. Okay, jetzt kannst du irgendwie durch das Portal zu der... Ah, guck mal, wo die Kamera sonst noch hinschießt. Schießt die nur zu sich selber sozusagen? Okay, und das ist ja der, durch den du hierher gekommen bist? Ja. Vielleicht müssen wir runterhüpfen. Weiß ich gar nicht. Kannst du das Ding sehr nehmen? Gut. Oh ja. Oh ja. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Okay. Danke, das ist überhaupt nicht beängstigend. So, jetzt musst du es hinkriegen. Ach, das, die Tür ist schon offen? Okay. Ja, dann ist das schon richtig so, ne? Also mit einem Linksklick kann man jetzt ein blaues Portal öffnen und das blaue Portal führt immer zum orangenen Portal.
Das Orangene ist oben, immer da oben. Das ist jetzt gerade immer da oben, genau. Ah. Du kannst versuchen mal, es gibt eine Errungenschaft, die kriegt man, wenn man alle Kameras abmontiert während des Spiels. Und das kann man machen, indem man Portale auf die Kameras schießt. Also wenn du gerade eine Kamera siehst, zack! Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Die Stimme mag das nicht, wenn wir das machen, aber es gibt eine Errungenschaft dafür, also eigentlich müssen wir das machen. Ja, also die Tür ist offen, du kannst auf jeden Fall jetzt einfach ins Ziel gehen. Und das war's? Das war dann die Testkammer hier. Hier haben wir dann gelernt, dass man diese Portalkanone kriegen kann. Ah, okay. Und ach, guck mal, wenn man durch das Leuchtpartikelfeld geht, dann werden die Portale auch kaputt gemacht, aber die Portalkanone bleibt erhalten. Mhm. So, so. Das merken wir uns mal für die nächsten Rätsel. Ja. Ne? So, Kamera! Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Ich soll mich in die Kammerschleuse begeben. Da ist auch eine Kamera gewesen. Ja, in die nächste musst du immer gehen, ne? Das Ziel ist quasi immer, begeben Sie sich in die nächste Kammerschleuse. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Okay, hier ist wieder nichts angezeigt. Aber wir sind jetzt bei 3 von 19. Und bis jetzt machst du das hervorragend gut, Timo. Ja, es war nichts falsch zu machen im Moment. Und drüben ist das Orangene. Genau. Das ist so ein bisschen creepy, wenn man sich selbst von hinten sozusagen sieht oder von der Seite. Ja. Da ist eine Kamera. Oh ja. Oh, nicht getroffen. Ich glaube, sie hängt weiter rechts. Oh, ein Stück rechts noch. Oh, so. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ach, guck mal, jetzt. Ah, jetzt müssen wir das orangene Portal. Sehr gut. Übrigens, okay. Der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Okay. Und bis jetzt gab es noch keine Probleme mit den Portalen. Also, sie scheinen wirklich sicher zu sein. Mhm. Meinst du nicht? Doch, doch, das wurde ja gesagt. Es wurde ja gesagt, die Portale sind sicher, also... Dann werden die wohl sicher sein. Ja. Kamera! Ach ja. Oh, ja, okay, das hat es gerade getroffen. Willkommen aber das ist in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Wichtiger Testapparat zerstört. Und das sind übrigens Ultraleicht-Kameras. Ja. Die lösen den Schalter nicht aus. Ah, guck mal, hier sind jetzt hervorgehobene Symbole. Es können dir Würfel auf den Kopf fallen. Also musst du aufpassen. Okay, besonders wichtig ist, dass es wohl Würfel gibt. Und wir sehen auch schon einen Schalter, der mit dem Ausgang verbunden ist. Das heißt, wir müssen an einen Würfel kommen, denke ich. Und das ja. Machen wir natürlich wieder mit den Portalen. Okay. Huch. Ah, die fallen da unten runter. Oh. Ui, ich spring mal durch. Vielleicht kannst du in das gleiche Portal reinhüpfen. Dann fliegst du unendlich durch. Was, es geht? Ah, ne, hier anscheinend nicht. Na gut, ich gehe mal weiter. Später kann man das machen. Mm. Da ist eine Kamera. Oh ja. Wir wollen nicht beobachtet werden, wenn wir hier Sachen. So. Da unten ist ein Würfel, den würde ich gerne haben. Und da ist das Orangene, in das wir gleich reinhüpfen. Und da ist das Blaue. Na dann, machen wir mal. Würde ich sagen. Okay. Geil. Der Song ist toll. Vielleicht sollte ich mir den als Klingelton machen, während wir Portal aufnehmen. Als dann mein Handy klingelt. Fällt das nicht so toll auf? Nee. Viel Glück. Oh. Wir sind in der nächsten Kammer ganz auf uns allein gestellt. Okay. Ich würde aber sagen, die nächste Kammer können wir dann auch in der nächsten Folge machen. Eine gute Idee.
Dann schauen wir mal, ob Timo sich weiterhin so gut schlägt wie bisher. Oder ob er näher an seine Grenzen heranrückt. Schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.